Hallo zusammen und willkommen bei Anno 1800. Die nächste Episode mit unserem Ikki-Qui-Pipi. Wir haben das letzte Mal die Rumproduktion in der neuen Welt aufgebaut. Die müssen wir jetzt noch ein bisschen ausbauen. Die Handelsroute fehlt jetzt noch in die alte Welt. Wir haben ein paar gute Sachen gefunden, guten Loot gefunden, als wir gegnerische Schiffe versenkt haben. Und zum Beispiel hier diesen Admiral, den kriegt jetzt gleich mal unser Linienschiff. Den Rum werden wir jetzt auch gleich ausliefern. Und dann könnt ihr beide hier schon wieder auf die Jagd gehen. Genau, wir werden in 20 Minuten hoffentlich ohne weitere Störungen diese Insel von Miss Hunt einnehmen, weil die genau auf unsere Route zu dem Archie liegt. Wir bauen hier hoffentlich weiter Clipper, um die zu verkaufen. Genau. Die Insel eines Haben wir hier noch Konkurrenten hat einem Angriff einen standgehalten. Clipper vor Ort? Gerade nicht. Das wollte ich, glaube ich, eigentlich anders handhaben. Ach, der kommt Alles gerade. bereit. Okay, da kommt gerade einer. Und der hier kommt gerade zurück. Der hat ja Rum und Baumwolle geladen. Die haben wir gefunden. Und mal schauen, wenn die sich hier jetzt gegenseitig wieder fertig machen. Erschließen neue Horizonte. Vielleicht können wir da wieder was abgreifen. Das ist ziemlich interessant oder ja, glücklich für uns, wenn die hier wirklich es schaffen, sich gegenseitig den Loot immer hier abzuladen. Dann warten wir hier einfach und nehmen uns das Zeug. Warum auch nicht? Wenn es rumliegt, kann man sich's ja irgendwo einverleiben. So, wir bauen ein bisschen noch an der Siedlung weiter. Kurz auf die Produktion geschaut. Wir werden hier dann auch Schnaps zum Laufen bringen, weil die Insel hat die Fruchtbarkeit für Schnaps. Aktuell ist noch alles gut. Das heißt, wir bauen die jetzt einfach mal hier noch aus. Haben wir genug? Werden wir gleich sehen. Genau, hat die Fruchtbarkeit für Schnaps? Ein neuer Auftrag? Ja, wir haben genug Bretter, alles raus. Immer noch nicht. Bauen wir halt noch weiter. Auch gut. Zack. Steuermann. Ne, du bleibst da. Kannst du jetzt schon alles abliefern? Ja. Gut, dann haben wir das jetzt alles drin. Kanonen haben wir. Wir Stab brauchen abgeladen. mal Steine. Sind unterwegs. Genau, du hast es gerade zurückgebracht. Und jetzt könnt ihr eigentlich zusammen hier und wieder zum Archie fahren. Hier liegt nämlich jetzt Loot. Sehr gut. Eins, zwei, drei. Schauen wir mal, was sie uns Schönes mitgebracht haben. Hier kommen zwei Schiffe. Die werden wir jetzt auch aufbringen und uns den Loot dann quasi einverleiben. Wir dürfen hier nichts hinliefern Schiff lassen, unter Beschuss. weil sobald die Miss Hunt hier anfängt, irgendwelche Kanonentürme zu bauen, haben wir ein Riesenproblem. Dann wird es nämlich alles schon mal gar nicht mehr so einfach. So, also hier waren nochmal Bretter und eine Antiseptika. Minus 50% Krankheit ist allerdings ein Neuer Verbrauchsgut. Befehl. Ach, die haben ja alle schon was drin. Leinen los. Dann packe ich dir jetzt mal das hier noch mit rein. Und dann schicke ich euch beide mal Waren abliefern. Neue Die Befehl. beiden gehen jetzt wieder die Waren hier hinliefern. Damit wir dann wieder Freiraum haben für mehr. Ach, hier Es fehlt die muss nicht immer eine Straße. schöne Straße So sein. ein, aber eine Straße. Ich glaube, das war Hab nichts Gutes. aus dem anderen noch, ne? Da war da genau dasselbe Problem. So. Produktion bitte für dieses. Genau, was ich noch machen wollte. Wir haben ja diese Insel selber besiedelt. Dann wurde die uns von Miss Hunt genommen und wir haben sie uns zurückerobert.
Die hieß vorher San Sebastian. Und die Einwohner haben entschieden, dass die Insel ihren originalen Namen zurückerhalten soll. Und da wir unseren Einwohnern gerne ihre Wünsche erfüllen, machen wir das natürlich. So, 5, hier müssen wir immer noch warten. Hier sind nur 5 Bürger. Ah, hier unten fehlt auch eine Straße. Oh nein, das war jetzt zu langsam. Dann müssen wir es nochmal ausbauen. So. Ich bräuchte bitte Steine. Genau, einfach mal ein 50er Packen Steine hier runter. Die kommen hierher. Was haben wir hier gefunden? Rum. Die Baumaterialien verkaufen wir einfach nur. Hier haben wir eine Aufgabe. Ein Stück Fleisch für dich, Hündchen. Oh, eine Zerstörungsaufgabe. Wir versuchen es mal. Das ist bei dir gegenüber. Das schaffst du nicht alleine. Gut. Wieso kommen jetzt hier 3? Okay. Ist eigentlich nicht so geplant, aber dann machen wir es so. Ihr 3. Bitte hier hin. Und dann hier vor. Dann holen wir uns einfach mal die Aufgabe. Hier werden Clipper gebaut, das ist gut. Neue Welt. Hier kommt das Schiff an, das habe ich jetzt versehentlich zum Falschen geschickt. Unsere erste Siedlung ist nämlich Pinchacantis. Genau, und die zweite ist Azores. Azores ist ein schöner Name. Eigentlich müssten wir hier ein Kriegsschiff runterschicken oder 2, 3 und dann hier direkt die Insel hier von Miss Hunt wieder nehmen. Aber das ist aktuell noch zu riskant. Wir sind hier auch mit im Krieg mit dem Piraten. Der ist hier unten. Und das ist jetzt einfach in dem Moment noch eine Idee zu riskant. Ach genau, wir hatten ja schon eine dritte gebaut. Das heißt, wir haben 50 rum. Wie sieht es denn hier generell aus? Verbrauchsgüter. Rum haben wir genug. Gebackene Bananen. Ponchos müssen wir bauen. Müssen wir auf den Weg bringen. Ist ein Grundbedürfnis, aber erstmal. Wo ist es denn jetzt? Hier, ist sehr langsam, dadurch, dass es voll ist. Ach, hier, guck. Wollte sie direkt wieder. Oh, sie hat was anscheinend abgeliefert. Versucht mal, ob ihr da noch hinterherkommt. Wird belagert. Was ist das? Sträflingscharakter-Item. Versucht den mal noch zu kriegen. Also, hier verkaufen wir das, das und das. Das bringt nicht viel, aber es ist schön. Hier wird doch schon wieder irgendwas zerstört. Kommt doch mal hier rüber und holt euch das. Wir verkaufen das Schiff. Und das andere lassen wir mal noch kurz. Schiff vom Stapel gelaufen. Da haben wir ein neues. Das schicken wir wieder hier runter und dann dahin. Oh, keine gute Idee. Ganz schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Da waren sie nicht schnell genug. Passiert. Ja, ich wollte hier die Sachen gern ausladen. Zu menschlich. Bretter. Kurs gesetzt. Jetzt schützen wir erstmal hier das unsere. Wir wollten eigentlich immer Blaupause, bitte. Da
das kostet uns immer ein bisschen. 18. Wie viel haben wir? 7. Gut. Gut, haben wir wenigstens eine. Das ist noch hier. Hat sie hier was aufsammeln können? Ist hier irgendwas zum Aufsammeln? Hier ist nichts zum Aufsammeln. Ich bleib trotzdem in der Nähe, man weiß ja nie. So, jetzt. Und du liefest hier rum. Was auch immer sie mit dem Zucker hier möchte. Das ist mir jetzt noch nicht so ganz klar. 37. Sieht's hier mit der Bilanz aus? Wir brauchen also nochmal. Ja, das hatten wir schon ab. War ja absehbar, das war ja auf der Insel genauso. So, da haben wir das. Und wir wollten hier Schnaps auf den Weg bringen. Wie viel Schnaps brauchen die? Was stand drin? 4. 4 Schnaps bedeutet, glaube ich, eigentlich nur 2. Hier wird benötigt. Boah, hier ist richtig gut Platz auf der Insel. Wir packen das jetzt einfach hier. Einfach. Ganz einfach. Haben wir damit alle? Damit haben wir alle. Sehr gut. Damit müssen wir auch alle haben. Sehr gut. Und dann... wir packen es mal... ich glaube einfach, ich brauche sicherheitshalber noch eins. Vielleicht müssen wir die Siedlung, vielleicht bauen wir die Siedlung irgendwann hier auch aus. Deswegen machen wir es jetzt erstmal so, dass wir eine Feuerwehr packen wir hier mit rein. Die Verbindung stellen wir her und dann. So, Zeitung, guck an, lektorieren. Wir möchten natürlich mehr Geld und ganz wenig Verbrauch. Das ist immer ein Problem mit dem wenig Verbrauch. Das kann einem ziemlich in Probleme bringen, wenn man mit wenig Verbrauch rechnet, kalkuliert und dann auf einmal kann man es aus irgendwelchen Gründen, weil man keinen Einfluss mehr hat, kann man es nicht mehr, vielleicht den Verbrauch nicht mehr nehmen. Ja, ich habe keinen Hirn. Das, da hast du recht. Mir fehlt Schneid. So, wie viel haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier wieder 2. Eins können wir wieder verkaufen. Na komm. Wir sind viele. Oh, Pelzmäntel, super. Dann bring die doch gleich mal hierher. Achso, ein Clipper. Achso, nee, das ist der Clipper, den wir behalten wollen. Die Fregatte wollten wir eigentlich noch irgendwie loswerden. Können wir hier jetzt schon irgendwas machen, was uns was bringt? Ja, nein. Also eigentlich ist die Insel jetzt soweit fertig. Passt. Oh, wir brauchen doch noch einen. Na, dann ist doch gut. Gut zu wissen. Haben sie auf einmal Schnaps und dann denken sie sich, oh, wir brauchen nur mehr Schnaps. Alles klar, Leute. Könnt ihr haben.
So, danach geht's zurück in die neue Welt. Jetzt kannst du auch deinen Bretter hier abliefern. Ist immer noch nicht... Na gut, komm. Überbord. Mit Brettern tun wir gar nicht lang rum. Wir schicken wieder ein Schiff hier rüber. Wie sind denn das jetzt? Okay. Sehen Sie, ich werde. Ich bin hier, wie gesagt, so ein bisschen auf der Lauer, ob wir hier noch weiteren Loot finden. So, wir wollen den hier fertig machen. Oh, ja, gut. Können wir gerade nicht abfangen. Unsere Schiffe sind gerade woanders beschäftigt. Neue Welt. Hier laden wir... Ach komm. Haben wir noch alles voll? Okay, gut. Schlecht. Dann packen wir es einfach. Ich hoffe, wir können es dann hier reinpacken. Kirche haben wir, das haben wir alles. Die Aufgabe mache ich jetzt nicht. Wir können hier irgendwie noch Steine produzieren. Wir springen kurz in die alte Welt. Und zwar zur Insel von Miss Hunt. Wir haben 94.000. Für 67 kaufen wir jetzt einen weiteren Anteil. Bringt uns knapp 280 in der positiven Bilanz. 10 Einfluss. Wie gesagt, wir sind jetzt bei über 2.000 Eroberer. Wir haben einen neuen Einfluss bekommen. Arbeitskräftige Insel plus 50. Das bedeutet, Sie haben an wie lange ist denn hier noch 4 Minuten? Dann geht hier das... Oh. Genau, du schnapp dir mal schnell das. Und ihr fahrt bitte schon mal hierhin zurück. Schiff unter Beschuss. Ganz fix bitte. Ja, das ist jetzt... Schiff unter Beschuss. Du bist ja schnell genug. Dann lieferst du das hier ab. Dann kannst du hinterherfahren. Oh, hab ich nicht aufgepasst. Glück gehabt. So, dann kriegt er seine Bestätigung, dass ich hier was gemacht habe. Ist hier wieder mal irgendwo was? Schwimmt hier was im Wasser? Nee. Wie viel haben wir denn jetzt hier noch? Immer noch... Nee, das ist der, den wir... Du kommst nicht mit leeren Händen. Ja, natürlich nicht. Sind willig und willig. Genau. Bin willig. So, dann können wir den auch mit hier hinschicken. 4 Minuten geht nämlich der Kitty Protection aus. Dann würde ich doch sehr gerne. Ich hätte gern 3 Tonnen Kanonen. Na. Damit ich. den zweiten Kanonenturm bauen kann. Theoretisch müsste ich hier auch Kanonen hinbauen und dann haben sie es nämlich hier richtig schwer. Wenn ich an die Zukunft denke, spielen sie eine bedeutende Rolle. Oh, das ist aber nicht nett. Hm? Das alles schon abliefern können. Ungünstig. Ungünstig. So. Ein neuer Auftrag? Ja, du solltest 3 Tonnen Kanonen, bitte. Hier. 1, 2, 3. Und dann werden wir unser zweites Linienschiff in Auftrag geben. Das müsste nämlich gehen. Bitte bau es. Danke. Kommst du uns hier entgegen? Ist aber nett von dir.
Eine Minute. 20. Neue Befehle? Du suchst mir das. Ihr fahrt weiter, bitte. Ich brauche euch hier. ASAP. Schnellstmöglich, bitte. Torpedos, Kriegsschiff, verwendet für Kriegsschiffe. Ach, der hat gar nichts gebracht. Drei Stück. Macht 1500 Schaden. Verwendbar für Kriegsschiffe. Ja, könnte man irgendwo ausrüsten und dann quasi dem Gegner vor den Bug senden. Ja, höchst erfreulich. Unsere Passage hier können wir leider gerade nicht zumachen. Wir versuchen, misshand jetzt hier die Insel abzunehmen. Damit wir den Korridor haben. So. Sieht ganz so aus, als wären deine Leute zum Kämpfen bereit. Den Korridor haben, dass wir hier immer schön ordentlich zu Achi kommen. Muss ich euch das jetzt noch sagen? Oder hättet ihr das auch selber geschafft? Die Waffenruhe wurde beendet. Das ist lustig, der hat die schon dreimal geschossen, bevor mein Schiff auch nur ansatzweise anfängt zu schießen. Und ihr bitte hier auch, gerne brecht ihr das auf. Hier, jetzt hat sie nämlich einen Anteil zurückgekauft. Das heißt, unsere Münzen sind extrem nach oben gegangen. Ich kann den noch nicht wieder neu kaufen, immer noch fast 5 Minuten. Aber wir haben jetzt über 120.000. Schaffst du das, da wegzukommen? Oh, wahrscheinlich war das jetzt ein bisschen zu spät. Oh, nein, daneben. Oh. Wow, Glück gehabt, hoffe ich. Widerstand bröckelt. Na klar, ich möchte gerne diese Insel von dir haben. Deswegen bröckelt der Widerstand. Das ist unmöglich. Das ist nicht unmöglich. Insel erobern, bitte. Danke. Meine. Okay, das ist doch meine Ansage. Sie haben an Einfluss gewonnen. So, schnappt ihr mal, was auch immer da treibt. Fenster treiben da. Die können wir gleich mal abliefern. Die müssen wir jetzt nicht unbedingt zu unserer Hauptinsel schicken. Und du machst dich jetzt bitte mal nach Hause. Die Fregatte hat hier auch... Die hat jetzt nämlich Pelzmäntel, die bringt uns jetzt ein bisschen Plus. Ich lasse ein Schiff mal hier. Und ihr setzt euch mal wieder hier hin. Wir hätten hier, ich hätte hier gern den Korridor. Ich habe jetzt zwar die 30 Minuten, 29 Minuten Stille. Was haben wir denn hier an Items? So was Ähnliches hat man den anderen auch schon. Okay, neue Welt. Ich habe die Handelsroute, glaube ich, immer noch nicht eingerichtet, weil wir hier immer noch Ressourcen... Gut, das haben wir jetzt hier schon mal abgeliefert. Dann hat er... Und wir brauchen dann unbedingt hier noch einen Clipper. Handelsrouten... Hier. Ich hätte gern eine neue Handelsroute von Pinchakantis. Mit dem Schiff. Hier sieht man auch, wo die Schiffe gerade sind. Also das hier, dieses Elchgeweih ist der, oder Hirschgeweih ist der alte Welt. Der Papagei ist die neue Welt. Ich habe nur ein Schiff in der neuen Welt. Und das wird hier auch entsprechend auf der Karte hier oben dann angeleuchtet. Du lädst hier bitte rum ein. Genau, und lieferst das Ganze auf unsere Hauptinsel in der neuen Welt. Alten Welt, Entschuldigung, von der neuen Welt in die alte Welt.
ab. Und los geht's. So. Rum kommt. Wir haben zwar aktuell noch genug Rum, weil wir den mal wieder erobert haben. Aber das wird natürlich nicht ewig halten. Wo ist der Rum? 51 Tonnen haben wir hier noch. So, kurz überfliegen. Gibt es hier irgendwo ein massives Problem, worum wir uns jetzt kümmern müssten, was die Produktion angeht? Soweit nicht. Gut, hier gibt es vielleicht mal wieder was zum Abgreifen. Und ich muss jetzt einfach darauf achten, dass ich von der Frau Hand immer mal schön Anteile kaufe. Ich könnte auch, aber die Insel bringt mir halt nichts, ne? Die hier bringt 10 für 20.000. Und die kostet einfach zu viel. 161.000 kostet hier ein Stück, würde aber auch eine Bilanz plus von 660 bringen. 30 Sekunden noch. Stellt sich immer die Frage, warum machen wir das? Warum? Was bringt uns das irgendwo? Schauen wir mal, ob wir... Was bringt uns das irgendwo? Das bringt uns einfach dahingehend etwas, wenn das Geld auf der Bank rumliegt wie jetzt, bringt es uns nichts. Und wenn wir hier Anteile generieren, sie muss es halt zurückkaufen. Das heißt, sie bezahlt dann denselben Betrag wieder, um es zurückzubekommen. Aber bis sie das macht, bekommen wir halt einen Anteilswert von diesen aktuell 260. Und das heißt, wir generieren Kapital. wir sind Kapitalisten. So, dann bitte. Ui, ui, ui. Mal gucken, ob ich das hier kriege. Route eingezeichnet. Segel setzen! Schiff unter Beschuss. Ja, wir machen hier mal ein bisschen Action mit. Die Waffenruhe wurde beendet. Setz dich immer dazwischen. Oh, was haben wir denn da? Ach, nix. Eine leere Schatztruhe, ein Handelsabkommen. Das könnten wir auch mal gucken, wieder dieses... Ich weiß nicht. Ziege. Wir haben eine Ziege. Die kann in einen Zoo. Die bringt uns, Segel setzen. Oh, das ist missant. Bist du nicht mehr... Nee, du bist nicht mehr in Reichweite. Das ist ja krass. Ich verkaufe das. Oh, nee, die Ziege nicht. Die Ziege kommt in den Zoo. Die bringt uns Attraktivität. Ich weiß gar nicht, ob der uns hier bei Archie angreift. Boah, das war kein guter Move von mir. Okay, das ist ein blaues Schiff, das kann man in Ruhe lassen. Hier kommt wieder eins, was wir uns dann gerne holen. Nächstes Linienschiff ist unterwegs. Wie gesagt, die Insel hier ist erstmal nur fürs gute Feeling. Hier, unsere... Wie sieht es denn hier aus? Kleidung ist ein Problem. Das haben wir angehalten. Dann dürft ihr mal weitermachen. Jetzt geht es nämlich weiter. Wo ist denn jetzt hier mein... Ja. Das wäre jetzt natürlich irgendwie... Oh, schaut euch mal hier die Winkel an. Ich müsste irgendwie... Nee, das wird...
Das wird nichts. Das wäre. Man könnte jetzt sich auch hier schnell eine Fregatte kaufen für 20. Und wenn sie aufhört, müssen. Und dann das hier alles erstmal schnell platt machen. Oh, hier oben ist noch mehr. Bereit für den Einsatz. Ich glaube, ich mache das mal. Sympathie, Verständnis. Was ist denn das? Eine Fregatte. Auf Ihren Befehl. Achso, das ist ein blauer. Ja, wenn, dann muss ich mich jetzt schnell entscheiden. Ich mach das jetzt einfach mal. Mal gucken, was passiert. Ich segel mit der immer hier hoch. Und versuch mal. Und versuch mal, hier ein bisschen was abzufangen. Ich versuche, das Linienschiff hier zu zerstören. Ich hoffe, ich bin schnell genug. Auf Kurs halten. An die Segel und Trassen. Und hier oben sammle ich die Waren ein. Auf die alte Dame ist verlassen. Segel setzen. Steiner. Ein Bohrer. Produktivität. Lehmgrube, Salpeter, Quarzgrube, Zementmine und alle Bohrtüme 25, allerdings auch mehr Unterhaltskosten entsprechend. So, wir fahren von hinten an den Rand und drehen dann bei. Und zwar ungefähr so. Und das müsste eigentlich nicht reichen. Und nochmal, alle guten Dinge sind zwei. Oh, er hat dann leider nichts. Ja, dann können wir uns jetzt um das Piratenschiff hier kümmern. Und hier weiter in Richtung auf ihren Befehl. Die regenerieren sich immer noch. Achso, du sollst sie bitte weitermachen. Genau. Dann haben wir das. Wir haben ein neues Linienschiff. Sehr gut, wir haben das geschafft. Zack, einladen und einladen. Oh, Bier. Oh, Nähmaschinen. Davon kann man nie genug haben. Das gibst du mal bitte an den und dann bringst du den ganzen Spaß hier rüber. Ich werde. Schiff unter Beschuss. Ja, das ist der Plan. Was kommt denn hier? Das ist ein Clipper. Auf die alte Dame verlassen. Auf Kurs halten. An die Segel und Brass. So, dann das verkaufen, den Bohrer, den packen wir. Sind unterwegs. Nee. Haltet sie auf Kurs. Wir packen da mal die Sachen in den rein, denen es gut geht. So, und dann bitte bringst du das einfach in unseren Hafen. Zack, zack. Das tut unserem Lager gut. Ist das schon wieder ganz? Nee, 1800. Gerade schlecht gesehen. Hol dir das mal bitte.
Hier sind auch so viele angeschossene Schiffe unterwegs, weil hier gefühlt jeder mit jedem so ein bisschen Krieg führt. So, hier haben wir die beiden. Die Handelsroute läuft. Wir haben eine Bilanz von plus 2000. Wir haben 75.000 auf der hohen Kante. 2 Minuten, dann könnten wir uns noch ein Stück kaufen. Allerdings kostet das jetzt schon einen... Das kostet 71.000 und bringt nur noch 200. Das war das letzte Mal günstiger. Ist sie hier teurer geworden, die Frau Hand? Also, ob sich die 20.000 jetzt gerade für das Schiff gelohnt haben? Ja, vielleicht noch nicht in dem Maße. So, wir schauen kurz hier. Ist hier alles okay? Sollte. Genug Schnaps, genug Kleidung und Fisch haben wir. Hier reinschauen. Hier ist anscheinend ein Schnapsproblem. Also Kleidung und Fisch ist hier okay. Und Schnaps haben wir nur 3 Tonnen. Schiff unter Beschuss. Da kannst du so gleich mal aushören. Zucker. Was wollt ihr hier mit Zucker? Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, dürfte das überhaupt nichts bringen, in der alten Welt Zucker zu haben. Aber gut. So, wir haben hier ein bisschen unsere Schiffe, wir haben hier wie so einen kleinen Flottenstützpunkt beim Archie eingerichtet. Da kommen wir quasi immer mal an Loot. So, die Handelsroute müsste laufen. Wir wollten uns, also, Schnaps fehlt. Ich hatte es eigentlich jetzt nicht vor, noch weiter auszubauen. Dann machen wir es auch einfach so. Wir haben doch hier auch noch. Bitte. Mehr Schnaps. Können die nebeneinander? Nee, können sie nicht. Oh, hier wollen wir auch immer eins. Und das war ja mal genau falsch rum. Rosen auf diesem Misthaufen. Rosen möchtest du? Was möchtest du denn mit Rosen? Bietet ihnen eine Lieferaufgabe, wenn dann liefern das. Hoffe ich, kann ich dir was liefern, was du möchtest. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das reicht. So, was will er denn haben? Oh, das ist auch so eine Sache. Also, vielleicht bin ich da noch nicht aufmerksam genug gewesen. Aber es ist ein Unterschied. Oder andersrum. Es kann sein, dass wenn ihr eine Aufgabe annehmt, dass ihr dann, ihr seid jetzt hier im Aufgabenbuch und denkt euch, wo ist denn jetzt die Aufgabe von dem Herrn, die wir hier gerade angenommen haben? Es liegt daran, dass die einfach in einer anderen Region ist. Die ist nämlich hier. Ich soll hier was abholen und das wahrscheinlich irgendwo hinbringen. Dafür brauche ich aber ein Schiff. Also, das ist eine Fregatte. Sollen wir mit einer Fregatte rüberfahren? Also wir brauchen jetzt hier wahrscheinlich sowieso noch eins. Ja, dann auf in die neue Welt. Nach Pinzogantis. Trete direkt um. Ein Schiff erster Klasse. Und erschüttert eine ihrer Fabriken. Bitte mal 2 Clipper. So, und hier ist jetzt einfach mal der Hochofen in die Luft geflogen. Passiert.
Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Ja, die wird dann nämlich unattraktiv, wenn da eine Ruine da ist und sobald man das repariert, was ja dann in der Regel, wenn man das Geld hat und die Materialien eigentlich sofort gemacht wird, dann steigt die Attraktivität der Stadt. Das ist ganz nett. So, Pelze hatten wir eigentlich gerade, welche, aber die sind jetzt schon wieder aus. Die hatten hier kurze Zeit mal die Bilanz ganz gut gepusht. Pelze. Für Pelzmäntel brauchen wir zweierlei Dinge. Das ist einmal die Baumwolle, die bekommen wir nur aus der neuen Welt. Und die Jagdhütte, die Felle produzieren. Hier können wir Felle produzieren auf dieser Insel. Deswegen werden wir das jetzt tun. Wir brauchen ein Lagerhaus, bitte. Und erstmal 100%, 100%. Der bringt auch 100%. Okay. Ich packe ihn mal hier hin. Ich mache jetzt erstmal nur 3. Wir werden dann sowieso schauen, dass wir das irgendwann... Wir brauchen irgendwann sicher noch mehr Fälle von anderen Inseln. Das wird nicht ausreichen von der Insel hier. Und hier werden wir vielleicht auch wirklich dann die komplett zu Hopfen machen. Wobei wir haben hier... Nee, hier haben wir keinen Hopfen. Hier könnte man Paprika noch machen, ausnahmsweise hier den Hopfen. Aber es kann sein, dass wir hier einfach dann so viel Hopfen brauchen, dass wir hier dann irgendwann keine Fälle... Ich baue hier jetzt doch noch, wenn der hier bei 100% ist, dann kriegt der hier noch... Kriegt der auch einen. Genau. Und dann noch reichen, denke ich, für den Anfang erstmal 2 Stück. So. Ah ja, und die Anbindung fehlt ja hier. Wie gesagt, man braucht dann immer diese Anbindung zum Hafen. Wichtig. Aber der meckert ja auch. So, der ist voll. Der bringt uns... Das Problem ist, ich müsste jetzt eigentlich mal... Wo ist denn die Speicherstadt? Das sind nur so Ornamente. Hier sind... Ist Hafen. Hier ist Speicherstadt. Fördert freien Hafenbereich. Attraktivität steigt dadurch. Die Frage ist, wo baut man die jetzt hin? Ja, hier die Fischer. Die Fischer können irgendwann weg. Die könnte man an einen anderen freien Küstenabschnitt packen. Hier hin. Oder auch dahin. Vielleicht sollte man das... Was ist denn hier los? Fehlende Ware, Getreide. Kümmere ich mich gleich drum. Erwarten neue Horizonte. Vielleicht sollten wir das direkt mal tun, dass wir die Fischer, zumindest 3 oder so... Bereit für den Einsatz. Gibt's hier was zu holen? Ist eigentlich schlimm, wenn man so nach Loot stiert. Wenn wir 3 Fischer hier rüber packen, dann bauen wir hier noch ein Lagerhaus. Weil ich brauche eigentlich eine... Wie viele Fischer sind das? Wie viel? Hier steht nämlich auch immer, was man auf der Insel hat. 5 Stück. Dann machen wir das doch so. Wir packen hier direkt die Fischer hin. Jetzt wird kurzzeitig mal der Fisch verdoppelt. Und dann kommt der nämlich hier weg.
1, 2, 3, 4, 5. Genau, du lieferst mir bitte das ganze Zeug ab. Was war der Bucher nochmal? Genau, Produktivität 25%, Lehmgruben, Salpeter, Werke, Quarzgruben, Zementminen und alle Bohrtürme. Das Lustige ist, wir hatten hier, glaube ich, also wenn man die Kammer, der muss ja in die Handelskammer, einigermaßen, wenn man das hier irgendwie hinsetzen könnte, dann erwischt man eventuell 3 Bohrlöcher und eine Lehmgrube. Müsste man allerdings ein bisschen hier um... Ne, 4 sogar. Hier ist ja noch eins dazwischen. Oder man packt es einfach nur hier dazwischen und geht nur auf die Öltürme. Bereit für den Einsatz. Genau, und zwar... Dich braucht man nämlich einfach mal so. Alles bereit. Dich halt mal in der Hinterhand. Wie viel Einfluss kostet denn das? 2. In den Schiff haben wir nicht genug. Nicht genug. Oh. Auf Ihren Befehl. Treibgut. Man kann ja mal gucken. Also wie gesagt, wir haben ja bis jetzt auch immer mal was... Geht den mal jagen. Mal immer mal was Nettes gefunden. Und das wird mir jetzt einfach... versuchen, so ein bisschen weiterzumachen. Also, ich wollte die Speicherstadt bauen. Die gab's hier. Hintergrund. Die hier kann der nicht hin. Wegen der Kanone. Okay. Dann bitte dahin. Also Hintergrund ist, erstens bringt uns das Attraktivität, es bringt uns Kapazität und die Speicherstadt hat Module. Das hat man auch... Oh, jetzt habe ich den weggeklickt. Genau. Bauen Sie zusätzliche Module, um Ihrer Speicherstadt neuen Funktionen hinzuzufügen. Einige sind, haben Funktionen, die sie bereits kennen, wie zum Beispiel Depots oder Reparaturkräne, sind allerdings platzsparender. Unter Beschuss. Alles bereit. Ich hatte doch hier gerade die beiden. Ihr seid doch mal bitte so frei und fahrt hier dazwischen und beschützt unser Schiff. Also was geht denn? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Jeder Einzelne wird gerecht werden. Das ist auch wieder mächtig, was wir hier haben. Nochmal. Nein, ich habe keine 80.000 und ich würde sie dir auch nicht geben. Das finde ich ein bisschen Quatsch. Also ich meine, es geht ja auch nur um, es geht ja nicht mehr um Frieden. Oh, sehr gut. Ihr geht bitte alle wieder zu Archie. Das finde ich halt auch ein bisschen sinnlos, dass sie solche Angebote dann überhaupt machen, die man nicht erfüllen kann. So, genau, das ist ein platzsparender. Also, hat er gesagt. Was ist das? Module. Genau, Speicherstadt, wie gesagt, kenne ich mich nicht so gut aus. Habe ich so noch nicht gespielt. Also, wir haben hier Depot. Das bringt 100 und eine Attraktivität. Das normale Depot bringt 50 Tonnen und keine Attraktivität. Das heißt, das, was das hier bringt, und das ist wesentlich platzsparender. Ah, das ist das, was er meinte. Module brauchen keine Verbindung zur Speicherstadtverwaltung, um zu funktionieren zu können. Einfach irgendwo im Hafenbereich. Module, die direkt an die Speicherstadtverwaltung angrenzen, am Starten, bringen allerdings einen zusätzlichen Attraktivitätsbonus. Okay. Das heißt, wir können hier mit diesem kleinen Bipsel, aber da ist... Also es ist anscheinend die Hälfte, würde ich sagen, weil, oder ein bisschen weniger,
Weil da ist ja noch dieser kleine Bereich da davor. Und der muss... Der kann aber so hier rein. Könnte man so bauen. Allerdings... Okay, da müssen wir mal gucken. Also es ist anscheinend auch eine Anlegestelle, weil der hält hier gerade. So, was haben wir hier noch? Export-Import, was ist das? Items. Ach, das ist gleich eine Hafenmeisterei noch dabei. Wunderbar. Beeinflusst Reparaturradius. Ja, dann packen wir das doch hier mal rein. Und was hat der hier? Abwehrgeschütze. Okay, das kommt jetzt hier an das leider nicht ganz ran. Aber trifft wenigstens hier das eine. Dann machen wir das doch gleich hier beides rein. Super. Ich soll mit dem M aufhören. Flotte erwartet Befehle. Du kannst das mal... Genau, die schweren Geschütze, die brauchen wir dann, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, für, ich habe es Kriegsschiffe genannt, aber de facto sind es ja die richtig fetten. Warte mal, vorhin war doch irgendwo... Genau, da ist nämlich das Schiff in der Welt angekommen. Oh Gott, wie lange geht denn das noch? 17? Ja, ich bin da. Geht los. Genau, die Benachrichtigung kam vor 3 Minuten schon. Ui. Müssen wir aufmerksam sein. Um den Rest kümmere ich mich. Okay, also. Ja. So, und wo bringe ich das hin? Einfach dahin. Na, dann fahr mal. Nee, da bin ich aufgehört. Mist. Abholaufgabe. Dann mal los. Also ich muss Schiffbrücke retten, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Was muss ich denn jetzt mit dem Ding machen? Schiff vom Stapel gelaufen. Dahin muss ich. Kurs gesetzt. Schiff unter Beschuss. Ja, ist ja gut, dass die unter Beschuss sind. So, das Problem eigentlich an der ganzen Situation ist gerade, ich habe... Clipper und da müsste irgendwo... Ah ne, der ist nämlich auf dem Rückweg. Dieses ganze Hin und Her hier mit den Schiffen und mit den Piratenkämpfen, das bringt uns schon wieder dazu, dass wir hier nicht effektiv arbeiten. Schlimm. Also, dann wollen wir mal ein bisschen Effektivität wieder reinbringen. Wir haben hier diese Teile. Wir haben eine Handelsroute, die ist voll. Deswegen werden wir... Das hier ist die erste Handelsroute, die ist voll. Der Clipper hat 4 Frachträume. Wenn ich jetzt hier noch mehr Waren laden würde, würde hier ein Ausrufezeichen kommen. Der würde quasi sagen, Achtung... Funktioniert so nicht. Wir machen eine neue Handelsroute. Auch wieder von hier nach da. Wir nehmen am besten keinen der Clipper, die jetzt hier gerade fahren, sondern den. Und du lädst die Felle ein, bitte. Und lädst sie natürlich dort aus. So. Und dann hatten wir noch... Brauchen wir noch eine Handelsroute? Wir wollten nämlich hier volles Lager... Ja, hier kann man auch auf Handelsroute gehen. Dann hat man gleich das Schiff drin. Und du bringst einfach mal... Wie viel habe ich denn hier? 72. Nicht so viel. Ich würde sagen, immer mal so 20. Jetzt bringst du... Man könnte das jetzt auch effektiv machen. Wollen wir es gleich mal effektiv machen? Das habe ich gefunden. Segel. Gut, manchmal findet man auch was, was nicht so toll ist. Wollen wir es gleich mal effektiv machen? Hör auf mit dem M. Nehme ich mir vor, fürs nächste Mal versprochen. Und zwar die Route hier, die wir gerade eingerichtet haben. Die ändern wir. Und zwar nicht in die Hauptinsel, sondern auf die Insel. Das ist nämlich der Sinn.
Und dann können wir bei der Route nämlich den Schnaps rausnehmen. Und die Tierfälle einladen. Wo sind die? Und hier ausladen. Und dann haben wir das hier. Können wir die hier nämlich komplett streichen. Route löschen. So. Das ist nämlich jetzt der hier. Der hat seine Aufgabe jetzt verloren in einem Ausrufstrichen. Wir liefern die den Schnaps jetzt direkt hier hoch. Da kommen jetzt auch wirklich die 20 Tonnen an. Hier war nichts drin. Da kommen dann auch wirklich die 20 Tonnen an. Die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Na komm schon. Ja. Sir Archibald Blake. Aye. Und wir kaufen. Ach nee, das hast du nicht wirklich gemacht, oder? Wie viel bringt uns denn das jetzt? Fast 300. Diese Anteile bezahlen Sie mit Schmerz. Das ist nicht so gut. Ich hoffe, sie nimmt sich das zurück, weil das, wenn wir irgendwann mal die Insel übernehmen wollen, müssten wir das von ihm kaufen und dann ist er sauer auf uns. Diplomatisch sieht's immer noch mit rein im Krieg. 55 und 70. Aber das heißt im Grunde noch nichts, weil man kann auch, wenn es blöd läuft, erklärt einem aus irgendeinem Grund derjenige, mit dem man die beste Moral hat, dann auf einmal den Krieg. Liefert das mal bitte ab hier. Oh, was machst du noch? Wie lange habe ich denn noch? Oh Gott sei Dank, 11 Minuten. Kannst du bitte hier ranfahren? Dankeschön. Das ist auch immer so ein bisschen, man muss da wie so ein bisschen daneben klicken, dann muss da wirklich ran. Genau. Und dann gibt's Geld und... Ja. Und dann versuchst du einfach mal hier runterzukommen. Ob das so eine gute Idee ist. Was ist denn... Schiff unter Beschuss. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Also wir haben da eine Aufgabe gemacht, aber die war natürlich nicht so toll für denjenigen, der die Botschaft erhalten. Wir packen hier wieder Geld rein. Den Rest lassen wir jetzt einfach mal so. Genau. Ihre Handschrift. Ich beginne mich für sie zu erwerben. Ja, du beginnst Ein zu kleiner Fehler kann schon das Ende bedeuten. Ja, schauen wir mal, ob man das hier aufheben kann. Also, wir müssen das nächste Mal diese Insel hier zum Laufen bringen. Und zwar aus dem Grund, wir brauchen die Baumwolle. Die ist notwendig, um die Pelzmäntel zu bringen, zu bekommen. Und das wird dann quasi unsere nächste Aufgabe, weil wir wollen jetzt wirklich hier die Pelzmäntel zum Laufen bekommen, damit wir die nächste Bevölkerungsstufe erreichen können. Soweit geht es uns eigentlich ganz gut. Wir haben eine sehr gute Bilanz. Wir haben auch ein paar Münzen. Wir haben jetzt mittlerweile 3 Anteile von Miss Hunt und der Alonso hat 1. Das heißt, sie hat nur noch 1 Anteil hier an dieser Insel. Wenn wir die übernehmen wollten, müssten wir aber alle 5 Anteile halten. Das heißt, wir müssten auch von dem Alonso 1 kaufen, was ihm wahrscheinlich verstimmen würde. Okay, Pelzmäntel. Das ist die nächste Aufgabe. Das ist die Aufgabe fürs nächste Mal. Jetzt hat sie uns wieder einen Teil abgekauft. 6 Minuten, bis wir das wieder kaufen können. Und ja, mit dem schönen Blick auf unsere Hauptinsel
Vielleicht aus der Perspektive, Industriegebiet hier oben, Stadtteil und hier die landwirtschaftlichen Bereiche. Genau, wir haben hier mit der Speicherstadt angefangen, allerdings erst das erste Gebäude. Wir können hier Module bauen, Items reinpacken, das haben wir jetzt schon gemacht, die wir erbeutet haben. Hier gibt es einiges anscheinend, was man machen kann, und das zählt wohl für den ganzen Hafenbereich, was ganz schön cool ist. Und damit haben wir uns jetzt noch nicht beschäftigt. Export-Import, das können wir uns auch beim nächsten Mal anschauen. Okay, dann vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder euch irgendwas besonders gefällt, lasst es mich wissen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.